Müssen wir mal gucken. Egal, Leute, wir gehen in die erste Runde auch schon rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß auf Route 66 zwischen Ninjas in Pyjamas und Singularity. Bis gleich. Okay. Bin ich mal sehr gespannt auf die Lineups, die heute gespielt werden. Die Meta ist ja noch nicht hundertprozentig festgefahren. Also es gibt natürlich schon Richtungen, aber dadurch, dass Orisa jetzt auch ziemlich neu drin ist, die Changes, die jetzt noch anstehen, zu Lucio zum Beispiel, wird es noch einige Veränderungen auf jeden Fall geben. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, welche Lineups wir sehen werden. Wir gehen auf jeden Fall einmal die Teams durch. Zuerst gehen wir mal auf die Defense ein, auf Singularity. Dort haben wir Lind auf der Ana unterwegs. Wir haben McCree hier gespielt von Mande. Kruggy auf dem Soldier Kellex. Unterwegs mit dem Lucio. Dani auf Roadhog und Nerfed auf dem Reinhardt. Auf Seiten von Nip, Ninjas in Pyjamas, haben wir Fruggy auf Reinhardt. Himsi, natürlich, wie kann es anders sein, auf Roadhog. Kinel auf Lucio, Zappi hier auf der Ana. Marfu auf Orisa, das wird sich aber, glaube ich, noch ändern. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Orisa gespielt wird. Oder aber wir werden groß überrascht, ich bin sehr gespannt. Und Zappis ist hier gerade auf dem Hanzo. Das könnte sogar bleiben. Marfu wechselt hier natürlich auf seine geliebte Diva. Und damit soll es dann auch losgehen. Sind wir gespannt, welches Team hier besser performt. Frage ich schon mal ein bisschen am Scouten hier. Muss hier ein bisschen natürlich aufpassen. Kann hier den Hook versuchen zu baiten. Aber Dani lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen. So, jetzt hier um die erste Kurve. Hier kommt dann meistens der Engage von der Defense. Craig kann hier schon mal schön Schaden fahren. Oh, Tracer hier. Zappis ist hier gerade hinten rumgegangen schon. Ist jetzt hier mittlerweile auf Tracer gegangen. Kann ich schon mal schön Damage auf Dani fahren. Kriegt hier schon mal ein bisschen Ultimate-Build-Up. Wird hier rangehuckt allerdings und da geht er direkt down. Schön gemacht von Dani. Hat er gut reagiert. Und da ist natürlich nicht viel Licht für Zappis, der sich hier etwas weit nach vorne wagt. Und Fruggy wird hier erwischt durch Mande. Fruggy erwischt den Mande mit dem Fireblast. Damit gerade 1:1. Vorteil natürlich bei der Offense. Zappis ist hier ziemlich früh down gegangen. Das heißt, sie haben jetzt eine 5 gegen 6 Situation. Oh, Erstetter geht hier schon rein. Das ist ziemlich early hier von Fruggy. Kriegt hier natürlich den Kill direkt auf Craggy. Da geht auch noch Lind down. Nerf geht down. Das sind 3 Kills gegen die Defender. Und Singularity damit gut unter Druck gesetzt. Werden sie nicht mehr schaffen. Zappis setzt noch mal mit dem Double Kill nach. Und das ist der erste Checkpoint hier für Ninjas in Pyjamas. Das war ziemlich schnell. Zappis wurde einmal erwischt von Dani. Da war kurz der Vorteil da. Aber durch den Kill von Fruggy auf Mande hatte dann Ninjas in Pyjamas die Oberhand. 5 gegen 6. Dadurch, dass Zappis einfach schon etwas früher gestorben ist, konnte er schon wieder rankommen. 3 Ultimates jetzt hier bereit für Singularity. Hainun kommt hier schon rein. Aber hier auch nur zum Zone genutzt worden. Hat hier nochmal ein bisschen Schaden aufs Shield gekriegt. Aber es ist soweit, passt erstmal. Himsi kann den Nerf rausnehmen, damit wieder die Defender unterlegen hier. Singularity muss jetzt hier aufpassen. Ninjas in Pyjamas auch generell würde ich hier fast als stärkeres Team einordnen. Einfach aus dem Grund, sie spielen schon so lange zusammen. Es ist ein rein schwedisches Team, alle kennen sich. Gut eingespielt auf jeden Fall. Wir haben jetzt 3 gegen 3 Ultimates, 4 gegen 3 jetzt. Marfu jetzt gerade noch die Gravity Surge ready gekriegt. Nerf kriegt hier schon ein bisschen Schaden rein. Der Charge hier schön gesetzt, aber geht hier daneben neben Fruggy. Fruggy jetzt gerade mit dem Nano-Boost, kriegt hier den Kill nochmal auf Fruggy. Und Dani geht auch noch down, nicht Himsi. Das sind wieder 2 Kills, 3 Kills hier gegen die Defender. Nerft hier down gegangen durch Fruggy. Fruggy mit dem Double-Kill schon wieder. Fruggy macht hier gerade einen richtig guten Job. Holt hier nochmal zusammen mit Zappi den Kill auf Lind. Mande geht down, Kellex geht down und das ist der Team-Kill für Ninjas in Pyjamas. Und das ist auch ebenfalls der nächste Checkpoint. Das war ziemlich fix. 5 Minuten verbleibend für einen Checkpoint. Das sieht nicht gut aus für Singularity hier, die hier gut unter Druck gesetzt sind immer noch. 4 Ultimates, also absolute Überlegenheit hier bei Nip. Auch das kein gutes Zeichen. Ich denke, wir werden gleich Marfu
mit der Grab and Search plus Pulsbomb-Kombination sehen, zusammen mit Zappis. Der Charge hier schön weit rein von Froggy. Oh, der Killi aber von Danny auf Marfu verhindert erstmal die Kombination. Nerf kann die Froggy rausnehmen. Das ist der Double Kill gegen die Offense. Zappis kann hier nochmal einen Counterkill auf Danny rausholen, aber auch da wird es nicht so viel bringen. Nip zieht sich jetzt hier zurück. Macht einfach keinen Sinn gerade. Das war das erste Mal wirklich, dass Singularity hier zurückschlägt. Zappis versucht hier schon mal oben ein bisschen rein zu poken. Hat jetzt hier gerade das One-on-One gegen Kruggy, gegen den gegnerischen Soldier. Jetzt kommt hier gerade die Kombination rein. Pulsbomb geht hier rein. Kriegt hier nur einen Kill allerdings, aber auch noch den Double Kill jetzt hier nachgesetzt auf Danny mit den normalen Shots. Marfu kann hier nochmal Nerf rausnehmen. 3 Kills gegen die Defender. Singularity hier wieder. Probleme. Das ist natürlich jetzt erstmal ein Hard Push für Nip. Werden hier erstmal nicht aufgehalten. Nano Boost hier immer noch ready von Zappi. Und der Nano Boost geht hier auf Froggy. Froggy jetzt in der Lage, hier gut Schaden zu fahren, aber ist hier nicht ganz gut positioniert. Wird hier nochmal rausgecharged. Schöner Charge hier von Nerf. Kriegt hier den Kill. Kruggy erwischt hier nochmal Kinell. Da geht auch noch Zappis down. 3 Kills gegen die Offense jetzt. Und Mande schlägt hier zurück. Zappi geht hier auch noch down. Das ist erstmal die Defense. Himsi hier erwischt worden durch Kruggy. Und Mande macht den Last Kill auf Marfu. Damit Singularity doch nochmal stabilisiert. Nerft hier absolut Top Charge auf den Nano Boosted Froggy, der hier schon viel, viel bewirkt hat. Und damit die Defense erfolgreich. Nip will sich jetzt wieder hier am Sammeln. Ultimate Vorteil jetzt gerade bei der Defense bei Singularity. Froggy setzt hier zum Earthshatter an, kriegt hier nochmal Mande rein. Schöner Charge nochmal drauf, aber der sofort Counter-Shield hier. Wunderbar gemacht. Mande fast keinen Schaden hier gekriegt. Nerft erwischt hier nochmal Himsi. Wieder Vorteil für Singularity jetzt gerade. Auf dem letzten Checkpoint kommen sie jetzt gerade nochmal zurück. Aber Froggy kann hier nochmal Mande rausnehmen. Lin geht hier da nicht die Pulsbomb von Zappis. Double Kill jetzt gerade gegen die Defense. Ultimate hier nochmal gezogen von Froggy. Kann hier nochmal mit gut Schaden fahren. Kriegt hier noch den Kill of Tracer mit. Und Froggy kann es gerade noch regeln. Aber wird hier von Marfu rausgenommen. Marfu hier gerade ziemlich gut charged. Aber auch er wird gekillt durch Danny. Defense immer noch stable gerade. Da muss Nip sich wieder sammeln. Sie haben am Anfang so gut gepusht, aber jetzt lassen sie sich hier richtig hart zurückdrücken. Oh, Ultimate geht hier direkt rein. Nano Boost hier auch nochmal. Froggy kriegt jetzt hier den Charge durch. Mande wieder nicht gestorben, trotz Nano Boost. Setzt das Schild hier perfekt nochmal. Ah, jetzt kriegt Mande aber den Schaden rein. Froggy kriegt hier den Kill. Nano Boost jetzt auf dem gegnerischen Reiner. Danny kann hier nochmal Kinell rausnehmen. Kellex geht down. Oh, da gehen einige Kills gerade hin und her hier. Aber der Vorteil gerade ganz weit bei Nip. Die Payload ist hier fast durch. Zappi muss hier gerade wieder nach vorne laufen. Marfu pusht hier noch. Und die Payload ist durch. 1:27 verbleibend auf der Uhr für Ninjas in Pyjamas. Da muss Singularity jetzt erstmal nachlegen. Singularity wurde am Anfang megamäßig gestompt. Ziehen jetzt hier nochmal am Ende die Handbremse an für Nip allerdings. Am letzten Checkpoint haben sie sich nochmal gut gewehrt. Haben nochmal 3,5 Minuten von der Uhr runtergenommen. Ziemlich solid am Ende. Aber bin gespannt, ob sie das in der Offense jetzt hier besser umsetzen können. Und wir werfen einen Blick auf die Teams. Singularity jetzt hier in der Offense, Nip in der Defense. Und wir haben Froggy, der bleibt hier bei Reinhardt natürlich. Himsi, es kann nicht anders sein. Himsi und Roadhog ist einfach eine Einheit. Es geht einfach gar nicht anders. Kinell hier wieder auf Lucio. Lucio in der Defense hier gespielt. Zappi ist hier auf Anna wieder mal. Marfu auf der Zaya wieder. Und Tracer hier gespielt von Zappis. Also keine Veränderung bei Nip. Und für Singularity haben wir Lind auf Anna, Manda auf der Zaya, Craggy hier auf der Tracer, Kellex auf Lucio, Dania auf Roadhog und Nerft auf dem Reinhardt. Auch hier also keine große Veränderung. Craggy jetzt hier von Soldier auf Tracer gewechselt.
Aber ansonsten alles beim Alten. Dann wollen wir mal schauen. Die Attack geht los. Mal gucken, was Scruggy hier versuchen wird. Wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn er irgendwie durchgehen könnte. Gegnerische Anna rausnehmen. Vielleicht den gegnerischen Lucio. Aber auch da. Es ist in dieser Liga hier kaum möglich eigentlich. Es ist sehr, sehr schwierig. Marfo kriegt hier schon mal richtig viel Schaden rein von Scruggy. Heben sie jetzt hier gerade in Position. Da haben wir schon gesehen. Tracer, also Scruggy hier erstmal ausgewichen. Falls der potenzielle Hook kommt. Viel Schaden kriegt Scruggy hier zwar rein, aber er kriegt hier gerade nicht die Picks, die jetzt hier so wichtig wären. Scruggy jetzt aber mit dem First Pick hier auf Zappi. Da geht Himsi auch noch down durch Dani. Counterkill gerade von Scruggy auf Scruggy. Und das ist 4 zu 5. 4 gegen 5 jetzt gerade im Favor für Singularity. Nerf kann hier auch nochmal Scruggy rausnehmen. Damit die Defense jetzt gerade gut angeschwächt. Ninjas in Pyjamas. Nur noch zu dritt an Bord. Marfu geht hier auch noch down durch Mande. Und jetzt wird es gerade sehr, sehr eng hier. Mande mit dem Triple Kill insgesamt. Und das ist schon fast der erste Checkpoint. Ich glaube, dass Nip... Ja, sie könnten nochmal rankommen, aber es wird verdammt eng hier. Ja, wobei, Scruggy geht nochmal rein. Sie werden es nochmal versuchen. Scruggy jetzt hier gerade sehr, sehr weit drin. Wird hier gerade von Scruggy auch schon unter Druck gesetzt. Hat hier nochmal die Pulsbombe abgekriegt und Scruggy kriegt den Kill. Zappis Counterkill hier auf Kellex gerade. Da sehen wir auch gerade schon Zappis. Versucht hier gut Druck nochmal auf Nerf zu machen. Aber muss hier aufpassen. Hat hier noch Mande. Mafu geht gerade extra außen rum, heben sie jetzt gerade hinten, versucht hier den Damage auf Mande zu fahren, zieht jetzt hier die Ultimate, drückt nochmal Nerf raus und Zappis geht ja auch noch down durch Dani. Follow-up-Kill nochmal von Mafu auf Lind. Und jetzt hier nochmal der Nano-Boost gerade auf Scruggy gekommen. Scruggy kann jetzt hier nochmal durchgehen, schön Schaden fahren, haut hier ins Shield rein allerdings. War sich sicher, dass er den Kill irgendwie kriegen kann wahrscheinlich. Haut hier nochmal den Urshit raus, nur für den Roadhog. Kriegt hier sogar den Kill noch auf Dani. Heben sie mit dem Double-Kill. Nippy nochmal gesaved. Sind nochmal rangegangen und es war worth it. Wir haben jetzt hier gerade 4 Ultimates für Singularity. Chargen jetzt nochmal durch. Der Nerf kriegt hier aber keinen. Kriegt hier keinen Stack. Heben sie mit dem Kill auf Dani. Kellex geht ja auch noch down. Double Kill gerade gegen die Offense. Der Triple Kill gegen die Offense. Nerf geht hier auch down. Und das ist wieder mal safe gespielt hier von Nip. Allerdings 5 Ultimates jetzt gestackt von Singularity. Die werden jetzt hier auf jeden Fall den ersten Checkpoint versuchen damit zu holen. Sollte eigentlich weitestgehend kein größeres Problem werden. Sie haben halt gerade auch die Zaya-Tracer-Kombination. Oh, und da kommt auch schon die Graviton Surge rein. Scruggy kriegt den First Kill. Auf Himsi. Nimmt damit 5 zu 6 unterlegen. Leider der Kill nur mit der Pulsbomb gemacht worden. Oh, schöner Kill hier von Dani auf Zappis. Schön reagiert. Oh, da schießt er nochmal aufs Marfu-Shield drauf. Nicht gut hier. Der Nano-Boost jetzt hier gerade nochmal auf Roadhog, auf Dani. Dani kann nochmal den Hook setzen. Schön gemacht. Kill hier auf Zappi. Das ist der Quadra-Kill insgesamt. Und Nip wird den ersten Checkpoint hier verlieren. 3 Minuten noch. Jetzt auf der Uhr für Singularity, um hier den nächsten Checkpoint zu erreichen. Nip hat am Ende nochmal gut aufgetan, nachdem sie den ersten Teamfight richtig verloren hatten. Haben sie doch nochmal geschafft, den Punkt zu halten. Haben insgesamt 3,5 Minuten rausgeholt. Gar nicht schlecht hier. Oh, Ultimate schön gesetzt gerade von Scruggy. Geht hier rein, charge hier durch. Kriegt hier allerdings gerade keinen Pick. Ist hier gerade sehr, sehr low. 133 HP. Haut hier nochmal den Fireblast auf Scruggy. Kriegt hier den Kill nochmal. Der war wichtig. Nerf kann hier nochmal Mafu rausnehmen. Kill nochmal von Scruggy auf Dani. Zappi erwischt hier nochmal Nerf auf der anderen Seite. Und das sieht gut aus für Nip. Dieses Tracking Aim von Mande hier sehr, sehr schön. Muss ich aber zurückziehen. Mit Lin zusammen. Singularity wieder mal abgewehrt. Wir haben hier auf Seiten der Offensive jetzt die Graviton Surge Pulsebomb Kombination. Mande und Scruggy. Ah, Scruggy kann ja nur schön Schaden fahren. Hat hier, wie gesagt, die Pulsebomb bereit.
Sie suchen gerade die Situation. Zap ist hier etwas weit vorne gewesen. Hat hier zum Glück noch den Recall ready. Jetzt kommt hier die Graviton Surge rein von der anderen Seite. Kriegt ihr aber nur einen Kill. Zap ist auf Mande. Dann hier erwischt die Zap ist, nerft. Geht hier down durch Marfu. Gleich hier gerade nochmal auf den Punkt. Und hier wird nochmal ein bisschen gechased. Müssen jetzt aber aufpassen. Froggy etwas zu weit vorne drin. Kann ihn nochmal mit dem Fireblast Dani rausnehmen. Wird hier aber von Kellex gekillt. Und da zieht Singularity sich wieder zurück. Ultimate-Vorteil gerade mit 5:2 Überlegenheit für Singularity. Können also jetzt hier mit der Sound Barrier vielleicht engagen. Ah, Gegner jetzt hier gerade sehr, sehr verteilt. Zap ist hier oben rechts. Versucht von hinten wieder Druck zu machen. Macht da genau richtig natürlich. Oh, und da ist Himsi. Kriegt hier den Hook hin. Hat hier nicht den Kill direkt gekriegt auf Kellex, aber kann dann nochmal Follow-Uppen. Und damit First Kill gerade für Nip. 50 Sekunden noch auf der Uhr, es wird verdammt knapp werden. Himsi erwischt die Dani. Himsi mit dem Triple Kill insgesamt schon. Marfu nimmt hier nochmal Mande raus und das sieht nicht gut aus für Singularity. Haben hier vielleicht noch einen Push. Marfu nochmal einen Double Kill nachgesetzt und die Ultis sind hier schon rausgegangen. Es sind bereits 3 Ultis jetzt raus. 2 Ultis raus, sorry. 2 Ultis raus. Nerf hat hier nochmal, hatte schon 79%. Und damit Ulti-Gleichheit jetzt. Der Vorteil, den Singularity gerade noch hatte, jetzt nicht mehr gegeben. Oh, Pulsebomb geht hier rein. Dani mit dem First Kill hier gerade auf Marfu. Mit dem Whole Hog. Lin versucht hier gerade verzweifelt irgendwie das Team hochzuheilen. Alle überall verteilt. Ist natürlich eine sehr schwere Situation. Jetzt aber der Triple Kill gerade für Singularity. Counter Kill nochmal von Zappis. Der kann hier nochmal Mande rausnehmen. Zappis ist aber auch down gegangen gerade nochmal. Suppi geht hier down und das sollte der Checkpoint sein. Sieht nicht schlecht aus für Singularity. Sie schaffen es doch nochmal. Nip hier in Grund und Boden zu spielen. Die Zeit allerdings jetzt schon schlechter für Singularity. Aber jetzt kommen wir auf den schwersten Checkpoint. Nip wird hier alles dran setzen. Und es ist momentan ein leichter Ultimate-Vorteil. 1:0 für Singularity. Gucken, ob er den Earthshatter hier direkt setzen will. Oder ob sie wieder stacken. Singularity bis jetzt gut ihre Ultimates gemanagt. Immer schön die Ultimates gesackt und dann in der Überlegenheit reingegangen. Froggy haut hier den Charge direkt raus. Auf Nerf. Nerf wird sofort wieder hochgeheilt hier. Das sieht gut aus. Triple Kill jetzt hier gerade von Nip. Zap ist davon mit dem Triple Kill alleine. Froggy holt hier auch nochmal einen. Also Quadro Kill insgesamt. Dani kann einen Counter Kill rausholen. Aber das wird schwierig jetzt. Letzter Engage für Singularity. Und der muss komplett durchgehen. Und selbst dann sieht es schlecht aus. Nip hier gerade ziemlich gut dabei. Nerf haut hier nochmal schön Schaden raus. Auf Ruggy. Jetzt hier nochmal mit dem Nano-Boost. Charge hier rein. Schön nochmal den Kill mitgenommen. Nur mit dem Charge Damage. Mann, der kann hier nochmal Marfu rausnehmen. Double Kill gerade gegen die Defense. Nip geht hier down. Kinell geht down. Zap ist wieder erwischt. Himsi geht down. Und das ist nicht gut für Nip. Jetzt kriegen sie nochmal den Overtime-Push. Haben sogar noch den Ultimate-Vorteil. Singularity spielt es hier hervorragend runter. Zappi hat den Nano-Boost nochmal ready. Der wird gleich auf Froggy gehen. Damit werden sie alles versuchen, aber die Pulsebomb, der Holog und der Earthshatter sind hier bereit. Da ist er drin. Der Nano-Boost, aber wird hier sofort rausgenommen von Himsi. Wird hier direkt weggepusht. Versucht jetzt hier die gegnerische Ender rauszunehmen. Lind geht hier down. Schöner Kill hier. Froggy mit dem Double-Kill. Nerft hier auch noch erwischt worden. Dani kann hier nochmal Marfu rausnehmen. Jetzt hier gerade aber trotzdem der Vorteil bei Nip. Ultimates wurden hier schon eingesetzt. Kruggy kann hier nochmal Himsi rausnehmen und damit ist es gerade 4 gegen 4. Charge hier nochmal rein. Dani, na, nicht mal wirklich low gegangen durch den Charge von Froggy. Kruggy haut hier den Schaden nochmal raus. Froggy geht down. Kinell wird erwischt durch Mande. Und der Kill nochmal von Zappis auf Dani jetzt hier. Kellex hier erwischt worden. Es ist ein wahnsinniges Hin und Her gerade. Alles wird hier versucht nochmal von Singularity. Sie sind gerade auch im Vorteil. Ja, wobei 4:3 jetzt gerade noch hier auf dem Punkt. Mann und Kruggy kriegen hier nochmal 2 Kills gegen Nip. Lind hier immer noch am Stehen, kann hier schön Schaden fahren. Kruggy haut hier nochmal Schaden auf Zappi raus. Zappi wird hier aber noch protected. Lind hier mit dem Kill auf Zappi ist nochmal Froggy down. Lind erwischt worden durch Zappi und jetzt Froggy hier versucht hier mal mit Kellex zusammen gegen die 3 den Punkt zu contesten. Da geht nochmal die Graviton Surge rein und das kann jetzt hier das Ende sein. Kellex und Dani alleine. Und da läuft die Overtime aus und das war's. Nip geht 1:0 in Führung auf Route 66. Was ein Match direkt zum Opening
Wahnsinniges Hin und Her. Sehr schön gemacht. Play of the game hier. Oh, die Pulsbomb schön auf Range geworfen. Das war der Triple Kill von Zappis. Schöne Runde, starke Performance von beiden Teams. Und damit warten wir auf die zweite Map. Stark gespielt. Stark gemacht. Nip am Ende doch noch etwas überlegen. Nip hatte ihre starken Momente und direkt auch gleichzeitig ihre schwachen Momente. Also am Anfang die Pushes waren sehr, sehr gut. Auf dem letzten Punkt haben sie dann ein bisschen gestruggelt bei ihrem Angriff. Singularity hingegen hat am ersten Punkt sehr krass gestruggelt. Hatten 3,5 Minuten schon, hat noch 30 Sekunden auf der Uhr übrig, nach den 3,5 Minuten. Und Nip hat es sehr gut defended. Auf dem letzten Punkt war es dann nochmal richtig, richtig spannend. Es war ein wahnsinniges Hin und Her. Und ich bin gespannt auf die nächste Map. Denkt dran, es ist Best of Three. Das bedeutet, wer die nächste Map mitnimmt, also wenn, sagen wir mal, jetzt Nip die nächste Runde mitnimmt, dann geht Singularity automatisch ins Loser Bracket rein. So, ich kann jetzt nicht wirklich auf den Chat eingehen, so, weil wir haben 5 Minuten Delay drin. If you're speaking English, guys, this is the German coverage of the stream. You can go to the Overwatch Pitcast, which is the English one. Otherwise, you know, just enjoy the gameplay or whatever, whatever you like. Feel free to stay. I don't mind it, but we cannot translate for you. That's not possible. Ja, wie gesagt, zwischen den Runden, Leute, ich kann nicht viel auf den Chat eingehen, einfach aus dem Grund, weil wir 5 Minuten Delay haben. Deswegen werden wir zwischendrin kurze Pause machen, wo ich dann im Chat anwesend sein werde. Und so weiter und so fort. So, und die nächste Map ist Li Jung Tower, King of the Hill. Ich würde Nip generell die besseren Chancen einräumen. Und nebenbei, Nip ist kein schwedisches Team. Nip ist ein rein finnisches Team, mein Fehler. Es ist ein finnisches Team, kein schwedisches. Kommt aber irgendwo aus dem Norden. Und sie spielen schon ewig lange zusammen. Alles Leute, die seit Anfang der Beta eigentlich wirklich schon spielen. Alles Namen, die man schon seit Ewigkeiten kennt. Oh, ich muss mal im Ready bestätigen. So, und ich glaube, damit legen wir auch direkt los. Ja, bei den Namen hier ist es ganz witzig. Die haben halt Suppi, also Suppe. Ich könnte also Suppe sagen, aber Suppe klingt einfach falsch irgendwie. Deswegen sage ich Suppe und Zappis. Zumindest versuche ich das so. Oder Suppi. Whatever. Wir haben auch Kruggy und Froggy, aber... Wen interessiert's? Ihr wisst, was ich meine, also passt das. Und wir gehen auf Legion Tower, Leute. Ninjas in Pyjamas gegen Singularity. Nur eine Sekunde. So. Teams haben gerade einmal die Seiten getauscht. Und dann wollen wir mal schauen, wie das Ganze jetzt hier weitergehen wird. So, wir gucken uns die Lineups an. Wir haben Froggy auf Reinhardt, Himsi natürlich auf Rotor, Kinel auf dem Lucy wieder mal, Zappi auf der Anna, Marfu auf der Saya und Zappis gerade auf Junkrat. Ich hoffe, er wird... Ah, schade, er spielt Pharah. Egal, ich habe mich auf Junkrat gefreut. Auf der anderen Seite haben wir Singularity mit Lind auf dem Zenyatta, Mandy auf dem Soldier, Craggy auf der Tracer, Kellex auf dem Lucio, Dani auf der Saya und Nerft auf dem Reinhardt. Oh, fast der First Knockdown hier, schön! Gesetzt von Zappis, das war verdammt knapp. Und da hatte Nerf nochmal richtig Schwein. Zappis mit dem First Kill hier auf Dani jetzt gerade. Nerf geht hier auch direkt down. Double Kill gegen Singularity. Ah, der First Knockdown. Ich hätte ihn Zappis gegönnt. Aber Nerf hatte da wirklich Schwein direkt über die Mauer zu fliegen. Aber hey, kann auch mal passieren. Und der Point geht direkt über an Ninjas in Pyjamas, die die beiden First Kills geholt haben und Singularity damit in die Defense gezwungen haben. Ah, war nochmal ein Versuch. Von der gegnerischen Tracer gerade, von Craggy hier auf den Punkt zu kommen. Double Kill jetzt hier gerade. Wieder Triple Kill gegen Singularity. Quadra Kill gegen Singularity. Und das ist schon wieder der nächste Engage, der hier vorbei ist. Zappis macht hier von oben direkt wieder Druck. Versucht natürlich, die Knockdowns zu kriegen. Allerdings werden sie hier wahrscheinlich nicht mehr über die Bridge gehen. Gehen jetzt hier auch hinten rum, wir sehen schon.
Oh, da geht Nerf ein bisschen sehr weit vor und kann hier sein Team nicht wirklich protecten. Oh, und kriegt er den Knockdown? Nein, kriegt er nicht den Knockdown. Schade, Zap ist hier. Guter Versuch allerdings. Nanoboost ist hier schon bereit. Und da kommt der Nanoboost schon auf Froggy. Froggy jetzt hier mittendrin. Kinell nimmt den First Kill mit auf Nerf zusammen mit Froggy. Craggy erwischt sich hier selber mit der Pulsbomb, kriegt aber auch Himsi raus. Allerdings, ob das jetzt hier so worth it ist, ist die Frage. Froggy zieht sich jetzt zurück wieder. Zwei Ultimates ist bereit für Ninjas in Pyjamas. Mal gucken, ob wir gleich die Rock Bros sehen. Hier haben wir gerade gesehen, der Knockdown hier nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass ich hier einfach weghauen wollte. Oh, jetzt hier die schöne Ultimate-Kombination. Nanoboost, sofort die Transcendence gezogen hier. Heben sie mit dem Kill nochmal auf Lin. Dani geht hier auch noch down. Double Kill jetzt hier gerade. Für Ninjas in Pyjamas wieder mal. Ein Counterkill, also 5 gegen 4 im Favor für Ninjas in Pyjamas. Nerf jumpt hier in den Abgrund. Will hier mit seinem Team respawnen. Kein Ultimate mehr dem Gegner geben. Zap ist jetzt hier auch gewechselt auf den Soldier. Mandy hat jetzt hier auch seinen Tactical Visor bereit. Haut die Ultimate auch direkt durch. Kann hier allerdings gerade nicht wirklich den Schaden fahren. Wird hier sofort auf den Boden gehauen. Der Charge sofort durchgegangen. Und Froggy kriegt den Kill auf Mann. Der Nerf geht hier auch noch down. Dani hier erwischt worden. Und das sieht nicht gut aus für Singularity. Ein Kill nach dem anderen hier gerade für Nip. Und das sollte der erste Punkt hier schon sein. Kellex kann hier nochmal schön contesten. Aber auch das bringt hier nichts. Nip nimmt den ersten Punkt mit. Mann, der nochmal episch in den Abgrund gejumpt. Schön, schön. Oh, game is paused. We have to pause, as we have issue with the stream. Sorry about that. Also, hier wird gerade kurz pausiert. Das liegt nicht an den Spielern, das liegt gerade am englischen Stream, der scheinbar mit wenig Frames läuft, was hier gerade auch im Chat steht. Hier heißt es gerade OBS, spackt gerade ein bisschen rum. Ich bin sofort wieder da, Freunde. Es sollte hier gleich dann weitergehen. Und da sind wir wieder, zurück im Game. Wir haben jetzt hier eine Mei gespielt von Zappis. Auf Control Center, wird sofort rausgenommen von Nerf. Schön und Charge, schön reagiert. Froggy kann nochmal einen Follow-Up-Kill machen auf Froggy hier. Mann, der geht hier allerdings auch down. 5 gegen 4 im Favor für Singularity. Dani hier mit dem Follow-Up-Kill nochmal auf Mafu. Sieht hier gerade gar nicht schlecht aus. Das wird der Punkt erstmal sein für Singularity. Sehr schön eingenommen. Die Antigranate hier nicht gerade gut gesetzt von Lind. Der Hook hier gerade von Himsi war nicht schlecht. Und Himsi kriegt den Kill auf Dani. Nerf geht hier auch noch down. Double Kill jetzt gerade gegen Singularity. Können hier nochmal... wir haben hier gerade versucht... Kinell hat gerade versucht, den Knockdown nochmal auf den gegnerischen Soldier zu kriegen. Oh, wird hier rausgenommen von Kruggy. Der kriegt das Punishment. Double Kill nochmal von Himsi allerdings. Holt hier nochmal mit den Melee-Attacken den Kill auf Kruggy mit und damit der Punkt übergegangen an Ninjas in Pyjamas. Zappi ist jetzt hier bereit auch zum Nano-Boost. Himsi hat den Holehog bereit. Kruggy auf der anderen Seite
für Singularity mit dem Tactical Visor. Auch da eine gute Möglichkeit auf jeden Fall. Oh, jetzt kommt schon der Nanobus rein. Da geht auch der Blizzard durch nochmal von Zappis, der hier nicht schlecht sitzt. Fruggy mit dem Double Kill nerft und Cruggy erwischt worden. Und sie drücken sie gerade richtig weit zurück. Es steht 35% bereits zu 23 für Nip. Jetzt aber der Ultimate-Vorteil weit bei Singularity mit 4:1 Überlegenheit. Der Hook hier nicht gesessen. Der war jetzt wichtig eigentlich. Versucht er sich nochmal zu healen. Kriegt er den Nerdstadt ab von Froggy gerade. Und mit einer Ultimate regeln sie es hier gerade. 3 Kills für Ninjas in Pyjamas. Double Kill hier schon wieder von Froggy. Froggy ist ein... hat einen unglaublich großen Impact auf seine Spiele. Auch auf Route 66 gerade schon. Er macht in den richtigen Situationen immer das Richtige. Also wirklich gut, wie viele Picks er auch holt. Die Wall jetzt hier gerade sehr schön zum Stallen. 70% bereits für Nip. Froggy geht jetzt hier gerade ein bisschen offensiv rein. Bitte von dem gegnerischen Reinhardt. Von Nerfed Engage. Jetzt hier die Grab and Search geht hier rein. Cruggy als einziger aber down gekriegt nur. Mann, die geht ja auch noch down. Himsi und Marfu erwischt worden als Counterkills. 4 gegen 4 jetzt gerade. Verbleibend. Oh, und wieder Double Kill, Triple Kill gerade gegen Nip. Kinell, Zappis und Zappi werden hier erwischt. Das ist der Punkt für Singularity erstmal. Trotzdem ein einziger Teamfight noch, den Nip gewinnen muss. Und dann haben sie es hier. Singularity hier sehr, sehr weit verteilt. Haben hier... sollten ja eigentlich keine Angst vor der Graviton Search haben, da die gerade erst rausgegangen ist. Beide Teams hier gerade sehr, sehr verhalten. Froggy und Nerf jetzt hier gerade den ersten Clash. Und jetzt geht der Nano-Boost hier auf Nerf. Der Earthshatter trifft hier niemanden. Counter-Earthshatter von Froggy hier ebenfalls mit dem Nano-Boost. Kann hier den Kill auf Kellex direkt mit dem Quarra-Kill gegen Singularity. Und jetzt hier nur noch Lind und Manda am Punkt. Und das wird es gewesen sein. Können hier nicht mehr stallen. Das ist der Punkt für Nip und damit 2:0 in Führung. Nip spielt es gut hier. Keine Frage. Könnten hier mit einem geschmeidigen 3:0 rausgehen. Bis jetzt Singularity auf jeden Fall deutlich unterlegen. Aber wie schon am Anfang erwähnt, Ninjas in Pyjamas in der Form, vielleicht nicht 100% in der Form, aber Froggy, Himsi, Marfu, Zappis spielen auf jeden Fall schon seit Ewigkeiten in dieser Konstellation. Und ich bin gespannt, wie sie es hier jetzt auf dem letzten Punkt ausspielen. Auf dem Night Market. Froggy wird schon gut unter Druck gesetzt. 1000er Shield nur noch. Oh, Shield Recharge wieder. Keine Offensive von Singularity hier. Haben aber auch noch ein paar Sekunden Zeit. Da wird jetzt hier ein Winston gespielt von Nerf, sehe ich gerade. Noch hier Singularity sehr, sehr verhalten. Geben mir den Punkt einfach komplett freiwillig kampflos ab. Heben sie mit dem First Kill auf Nerf. Und jetzt sind sie auch noch im Nachteil. Hätten hier vielleicht den Engage etwas anders wählen sollen. Haben hier von vorne die ganze Zeit nur reingepokt, aber nichts wirklich bewirkt. Zappis kriegt hier nochmal einen Follow-Up-Kill auf Cruggy und der ist wichtig, der ist zeitversetzt. Das ist nicht schlecht. Das sind wertvolle Sekunden, die jetzt hier für Singularity erstmal verloren gehen. Froggy gerade sehr weit vorne drin, ein bisschen gefährlich. Mandy hier schon dahinter. Froggy kriegt aber den Kill auf Nerfed. Kellex jetzt hier sehr low gedroppt. Ja, kann sich nochmal hier beraffen. Also sie machen hier auf jeden Fall gut Pressure, halten die Gegner sehr, sehr weit vorne. Cruggy jetzt hier im High Ground, ist natürlich gefährlich. Dani kann in den Kill auf Zappis mitnehmen, damit ist jetzt gerade der First Kill für Singularity. Nerf Charge hier weit rein, kriegt hier allerdings keinen Pick. Kinell jetzt hier, hält sich mal gut verdeckt. Double Kill jetzt hier gerade nochmal gegen Nip. Und das sieht gut aus für Singularity, die jetzt hier gerade ein Comeback nochmal machen. Werden den Punkt jetzt hier auf jeden Fall einnehmen. Triple Kill nochmal für sie. Ultimate Überlegenheit allerdings 4:2 bei Ninjas in Pyjamas. Oh,
Wir haben auf jeden Fall wieder die Graviton Surge plus Pulsebomb-Kombination ready für Nip. Wenn jetzt die Situation kommt für Marfu, wird das ein böser Kill werden. Und da kommt die Situation. Kriegt hier... Ah, da kriegt er nur einen einzigen rein. Schön reagiert von Mande, der sofort recalled hat. Mande sogar nochmal mit dem Double Kill mit der Pulsebomb. Nerf kriegt hier nochmal den Fireblast Kill auf Ruggy. Und Craggy geht hier hin und nimmt hier Marfu und nochmal Himsi raus. Das sind wieder 5 Kills gegen Nip. Und der Punkt bleibt weiter bei Singularity. Himsi hat den Holog bereit. Wir haben auf der anderen Seite allerdings die Transcendence von Lind. Plus nochmal die Sound Barrier von Kellex. Und dann nochmal den Earthshatter von Nerft. Sieht also gerade gar nicht schlecht aus für Singularity, dass sie hier vielleicht doch nochmal das Comeback machen. Himsi drückt hier mit dem Holog schon mal richtig schön durch. Mande nimmt hier nochmal die Pulsebomb, kriegt hier keinen Kill allerdings. Dann hier bitte unter Druck gesetzt von zwei Leuten. Earthshatter schön gesetzt hier von Nerf und der ist wichtig. 4 Kills gerade gegen Nip. Fruggy jetzt hier, nimmt den Kill nochmal auf Nerf mit, aber das reicht einfach nicht. Geht hier down durch Mande und das ist weiterhin der Punkt für Singularity. Nur die Pulsebomb jetzt bereit für Nip. Und sie müssen den Punkt jetzt einnehmen. Der nächste Teamfight entscheidet hier alles. Mann, jetzt hier gerade kriegt nochmal die Sound Barrier ab. Oh, das sieht ganz, ganz bitter aus hier jetzt gerade. Für Nip, wobei, sie kriegen nochmal einen Double Kill gegen Kruggy und Lind. Das könnte hier Key sein. Hat hier nochmal den Knockdown hingekriegt. Schön gemacht von Kinell. Wunderbarer Kill auf Danny nochmal. Danny hier am Sleepen gewesen auf dem Boden. Er hatte alle Zeit der Welt. Wurde natürlich von der Tracer unter Druck gesetzt, aber er hat den Kill trotzdem noch gekriegt. 3 Kills hier gerade. Nochmal im Follow-up gegen Singularity und damit der Punkt zurück bei Nip. 65% zu 99. Also ein richtiger Engage ist auf jeden Fall noch drin von Singularity. Je nachdem, wie lange der Fight jetzt dauert. Allerdings ist das gegebenenfalls der letzte. Zappis und Mande haben hier gerade ein kleines Tracer 1-on-1. Oh, kommt dann nochmal schön raus hier. Da geht es gerade die Graviton Surge rein. Mande mit dem Double Kill. Lind nimmt auch nochmal einen raus. Counter Triple Kill allerdings. Auch von Nip. 3 auf beiden Seiten down und jetzt wird spannend. 3 und 3 jetzt hier auf dem Punkt. Mann, der geht hier down, nicht Himsi. Und ich sehe auch gerade erst Himsi auf dem Soldier, nicht auf Roadhog. Ich bin schockiert. Lind kann hier nochmal Zappis rausnehmen. 2 on 2 jetzt auf dem Punkt. Lind hier. 3 on 2. Und Fruggy geht hier auch noch down. Das ist ganz bitter jetzt gerade. Graviton Surge geht hier rein. Pulsebomb kommt nicht. Himsi mit dem Double Kill nochmal. Kinell nimmt hier nur Kruggy raus. Marfu geht down. Dann jetzt hier gerade am Sleep auf dem Punkt. Kruggy kann hier auch nochmal gut Druck machen. Kinell muss jetzt hier versuchen zu surviven zusammen mit Zappi. Sie nehmen den Punkt. Overtime läuft aus und das ist GG. Well played. Und damit Ninjas in Pyjamas 3:0 auf Lijiang Tower. Ein unfassbares Hin und Her teilweise, aber man hat gemerkt, wie dominant Nip einfach war. Das war ziemlich eindeutig. Marfu hier 50% Kill Participation, unglaublich. Damit werden wir Singularity heute nicht mehr sehen. Oh, das muss ich ändern. Dieser Sound von Dropbox. Yo! Damit verweilen wir in der Lobby. Sorry, dieser Sound wird jetzt ab und zu kommen, Leute. Den muss ich gleich mal kurz deaktivieren. Ja, spannende Runde hier auf jeden Fall gewesen zwischen Nip und Singularity. Allerdings hat man halt gemerkt, dass Nip einfach das stärkere Team war, ultimativ. Singularity hatte ihre Momente, in denen sie gescheint haben, in denen sie gut waren. Aber ultimativ war Nip einfach das überlegenere Team. Und hat ja auch verdient, 2:0 im Best of 3 gewonnen. Und damit Singularity für heute erstmal auf jeden Fall komplett raus. Sind jetzt im Losers Bracket. Und wir werden jetzt heute auf jeden Fall nochmal Nip sehen. Und zwar im Final Game des Tages. Also jetzt gleich kommt erstmal
noch ein Game dazwischen. Wir gucken mal ganz kurz einfach in die Standings. Und zwar haben wir NiP jetzt gerade 2-0 in Führung, oder 2-0 gewonnen gegen Singularity. Damit NiP in dem Halbfinale bereits drin, des Upper Brackets. Und als nächstes kommt Movistar Raiders gegen Vivi's Adventure. Und danach der Gewinner aus diesem Match gegen Ninjas in Pyjamas. Wir können auf jeden Fall gespannt sein. Und wir gehen auf jeden Fall kurz in eine kleine Pause, Freunde. Weil die Teams jetzt noch nicht am Start sind. Und ich muss jetzt unbedingt mich um diese Dropbox-Geschichte kümmern, dass es keinen Sound mehr macht. Das wird ganz schön penetrant sonst. Ja, liebe Freunde, wir machen ganz kurz einen Break. Und sehen uns dann in ein paar wenigen Minuten wieder.